hin. Hä? Tom? Alter, was machst du denn hier? Ey Mann, wir haben uns mega lang nicht gesehen. Ja. Wie geht's dir? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, jetzt gerade nicht so, ne? Ich warte hier auf den blöden Zug, der verspätet hat. Ja. Hast du Zeit bisschen? Ja. Ja, komm, setz dich doch zu mir. Was ging so? Ja, ich war ein bisschen... Warte noch mal ganz kurz. Ey, sorry, dass ich geguckt habe, aber Laura, seid jetzt irgendwie zusammen? Ja, schon seit 3 Monaten. Ich bin auf dem Weg zu ihr gerade, aber wo der Zug jetzt Verspätung hat, sitze ich halt hier. Aber Hermann, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen irgendwie. Du bist ja wie ein Geist. Lässt sich ja nirgendwo mehr blicken. Ja, schon komisch, wie selten man sich jetzt doch sieht, wo die Schule jetzt schon ein Jahr vorbei ist. Ey, wir müssen auf jeden Fall mal wieder irgendwie ein Trinken gehen, abends raus oder so. Dann wieder was zusammen machen, ist doch korrekt. Und bist du glücklich? Was meinst du? Nein, mit Laura. Ach so. Ey, guck dir ihr Bild an. Welcher Typ wäre da nicht glücklich? Ja, ey, ich weiß, wie Laura aussieht. Ah, stimmt. Dumm von mir. Ja, aber hör mal. Warte mal kurz. Ey, sorry, Schatz. Ich kann den jetzt einen nicht nehmen. Der ist ausgefallen. Es ist ja Sonntag. Da kann ich nur auf den um 15:15 nachwarten. Ich kann doch auch nichts dafür, dass sich irgendwer davon Zug geschmissen hat. Von daher, warte einfach noch ein bisschen und dann komme ich gleich, okay? Okay. Ey, sorry fürs Unterbrechen, aber wenn ich das nicht einmal deutlich sage, dann gibt das wieder so ein ewiges Hin und Her. Ja, schon, okay. Deshalb. Ey, ich freue mich echt, dich wiederzusehen, Mann. Ist echt schade, dass wir irgendwie jetzt nach der Schule gar nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Aber ja, obwohl wir auch in der Schule schon die letzten 2 Jahre kaum noch was miteinander zu tun hatten. Woran lag das eigentlich? Andere Freunde, schätze ich. Keine Ahnung. Du warst halt immer so mit Paul und so unterwegs. Ich nur manchmal auf einer Party oder so. Ah, Paul ist... Paul ist ein chilliger Typ. Also, der hat einen mega geilen Humor. Das musst du zugeben. Ja. Aber hast du von der einen Sache gehört? Was ist denn jetzt schon wieder ihr Problem? Ey, sorry, welche eine Sache? Das mit Leon. Welcher Leon? Leon Huber. So ein unauffälliger, relativ schüchterner Typ. Ey, sorry, echt kein Plan, wer das ist. Man kann halt auch nicht alle kennen, ne? Ja, genau. Naja, aber ich meine, wenn du ihn nicht kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, was damals passiert ist, oder? Nee. Nicht so, aber ey, Schule ist jetzt auch schon ein Jahr her, woher soll ich denn das jetzt noch wissen? Also hast du davon nichts mitgekriegt? Nee, aber erzähl doch mal. Ja, also dieser Leon. Okay. So, ey, ich pack's jetzt weg. Hau raus. Also, dieser Leon hat in den letzten beiden Jahren nach Anschluss gesucht. Er landete dann bei uns. Bei Pau. Hey Huber, na, alles klar? Komm her, setz dich, nimm Bier, komm. Hol nochmal Anstoß, Paul kümmerte sich um jeden und dafür hörte jeder auf ihn. Wenn er lachte, dann lachten wir auch. Und wir mussten oft lachen, denn Paul hatte schon immer zu viel Spaß daran, sich über andere lustig zu machen. Hey, hey, mal ehrlich. Hast du die gestern gesehen? Boah, Alter. Ey, Alter, das sah doch scheiße aus, ne? So eine Witz. Da ist sogar zu heftig für die alte Feier, sag ich mal. Dann würde ich die flanken. Du hast mal Luis. Scheiße. Oh, Junge. Zu krank, aber. Ja, das war weg. Vielleicht ja der Neue hier in der Runde? Nee, niemals. Bist du dir ganz sicher? Ja, nee. Viel zu hässlich. Na, alles klar bei dir? Ja, alles. Ich wollte mal kurz zu dir setzen. Wo ist dein Getränk? Siehst du lustig aus. Komm. Danke. Gib mir mal deins, ne? Gerne. Ich hoffe, du hast es gegen. Gefällt dir das? Ja, alles geile, super. Geile Location, oder? Ja, ja. Sag mal, oder? Ja. Nochmal danke für die Einladung. Kein Problem, aber kurzes anderes Thema. Einladung ist ja logisch, aber gerade die auf dem Foto, hat dir die nicht gefallen? Ne? Nee. Nicht so dein Fall? Nee. Aber irgendjemand an der Schule muss dich interessieren. Irgendjemand an der Schule. Ich. Eine, wirklich nur eine. Na komm schon, ich dachte, du bist ein Mann. Oder nicht? Du kannst ja gar nichts gegen machen. Hm? Oder? Komm. Und sei mal nicht so schüchtern jetzt. Kannst du das ja sagen? Wir sind doch deine Freunde. Oder? Ist nicht so. Ist nicht so? Ja, ich wollte dich auch nur aufziehen. Alter. Alles cool. Alter Huber, bist du hier für eine Schwuchtel? Was ist denn jetzt für das Ziel? Aber nur Spaß! Nur Spaß! Hab ich ihn hochgenommen?
war geil. Also, ich bin nicht für ja, das wirklich nicht. Ja, das wissen wir. Ja, das war nur Hornus und Spaß, weißt du? Wir haben alle gelacht und darauf kommt es an, zu lachen. Ja. Ne? Alles klar. Ich muss mal kurz rüber. Ja. Ich muss nach Hause. Jo, moin. Ja, moin. Hau rein, korrekt, dass du da warst, Alter, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Jo, Alter, das klingt nach Paul, ohne Witz. Sowas hat er halt ständig mit irgendwelchen Leuten abgezogen, ne? Aber ich meine, das ist doch jetzt eher noch harmlos, oder? Also ich meine, da haben doch andere Leute viel schlimmere Sachen gemacht. Hast du denn von der gesamten Geschichte irgendwas mitbekommen? Also ich meine, Paul hat halt immer irgendwelche Gerüchte erfunden. Und als ob ich mich jetzt noch an jeden Müll erinnern kann, den er irgendwo mal erzählt hat. Von daher, ich meine, vielleicht kenne ich ja den Rest, erzähl mal weiter. Irgendwann kannte fast die ganze Schule das Bild und Leon konnte nirgendwo mal hingehen, ohne dass jemand darüber redet. Ja, guck mal, das ist so alles. Oh hey, da ist ja meine Lieblingsschwurbel. Alles klar? Ja, alles super. Schön. Ja, was ist denn los? Du, ich wollte dich einfach heute Abend zu mir einladen. Stammtisch mit den Jungs, ein bisschen was trinken, ein paar Bierchen zwischen, hast Bock? Ich hab keine Zeit. Weißt du eigentlich, mit wem du sprichst, Huber? Ich lade dich zu mir ein, biete dir meine Gastfreundschaft an und du sagst einfach nein? Das geht nicht, Alter, hey. Ich kann gucken, also vielleicht kann ich das noch umlegen, aber wäre dann halt später. Ey, gar kein Thema, aber korrekt, dann sehen wir uns heute Abend, ja? Ja. Alt geht auf mich, mach's gut. Aber ey! Spätestens um 9, ne? Ja, okay. Zu der Zeit hatte Leon schon nichts mehr mit seinen alten Freunden zu tun. Und das Bild und das Gerede machen es schwer, von Paul und seinen Freunden wieder wegzukommen. Leon hatte nur noch ihn und Paul wusste das auch. Der war geil, ne? Sauber. Geil, die Schmuchte. Ey, komm mal. Ey, war mir Spaß, schön dich zu sehen. Ich glaub, da kannst du dich hinsetzen, dass man noch was fragt. Wo ist meine Hose?
Alter, wir dachten, wir erleichtern dir ein bisschen dein Geschäft. Ich meine, irgendwie mussten wir den ja da reinkriegen, oder? Muss so frustrierend sein, mit so vielen Schwänzen im Raum und keinen davon abzubekommen, hä? Wir wollten dir einen kleinen Gefallen tun. Schwurschle. Ja? Ja, ich habe mein Handy eben auf stumm geschaltet. Ja, ich sehe doch deine Nachrichten, wenn ich wieder aufs Handy gucke. Ja, natürlich könnte es wichtig sein, das könnte es immer. Weißt du was? Vergiss es einfach. Der Zug kommt in 30 Minuten und dann bin ich da. Ja, ja, ich habe dich auch lieb. Ja, bis gleich. Ciao. Ich frage mich nur, also warum hat Leon denn niemandem davon erzählt? Seinen Eltern, seinen Lehrern? Was hätte das geändert? Schließlich konnte er das mit dem Besen nicht beweisen. Er hätte schon einer von Pauls Jungs aussagen müssen. Und Leon wusste, dass das nie passieren würde. Und was ist mit dir? Mit mir? Was soll mit mir sein? Ja, warum hast du nicht gegen alle ausgesagt? Tja, erst hatte ich wohl zu viel Angst. Und je länger ich nichts getan habe, desto mehr habe ich mich geschämt. Du machst mich fertig mit diesen Storys. Wie konnte so eine abgefuckte Scheiße nur passieren an unserer Schule, Tom? Und warum erzählst du mir das überhaupt? Es ist doch jetzt vorbei, Mann. Jeder sollte die Wahrheit kennen, findest du nicht? Und jeder sollte sich fragen, ob er es hätte verhindern können. Fuck, du kannst sie nicht mal. Du kannst die Gerüchte nicht. Nein, Mann. Ich schwöre, das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Tja, dann solltest du dir auch das Ende anhören. Er hat die nicht angezeigt. Natürlich nicht. Konnte nicht. Und jetzt war er noch einsamer als vorher, was Paul ausnutzt. Was willst du? Ich hab dir echt nichts mehr zu sagen. Oh, hey, ganz ruhig. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich bei dir zu entschuldigen. Um mich bei mir zu entschuldigen? Ja, weißt du, die Jungs und ich, wir haben es echt übertrieben. Das ist total aus der Kontrolle geraten. Das kannst du laut sagen. Oh, hey, warte, aber bevor du gehst. Ich wollte wenigstens noch deine Hose zurückgeben. Und hey, warte. Ich wollte dir noch sagen, dass du bei unseren Stammtischen echt fehlst. Ich würde dich gerne heute Abend einladen. Einladen? In den Keller? Ach Quatsch, nein, nicht in den Keller. Ich dachte, wir fahren in die Stadt, trinken uns schön ein, die Jungs sind schon da und wir nehmen einfach gleich das Auto und fahren dann direkt dahin. Was hältst du davon? Ich... Leon, das ist dein Abend. Heute hast du einfach Spaß. Du entscheidest, deine Regeln. Komm schon, Mann. Ich glaub nicht, dass das so eine gute Idee ist. Leon, hör mir zu. Es tut mir wirklich leid. Und die Jungs auch. Wir wollen wieder, dass du dabei bist. Weißt du? Bei uns. Deinen Freunden. Was sagst du? Kommst du mit? Leon? Ja, okay. Ey, Wahnsinn. Dann lass uns gehen, oder? So, jetzt müssen wir dich nur noch auf einen vernünftigen Pegel bringen, bis wir bei den Jungs sind. Nein, ich trinke heute nicht. Wie, willst du mich heute ganz alleine saufen lassen? Nein, ich trinke nicht. Ein Schluck wenigstens, sonst haben gleich alle Spaß, nur du nicht. Und ich will doch eben, dass es dein Abend wird. Ja, okay, aber nur ein Schluck. Was ist passiert? Gute Frage, Huber.
Was hast du gemacht? Mein ganzer Nacken ist zerkratzt. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ja, das kommt davon, wenn man einen über den Durst trinkt. Ah, du lügst, das ist alles deine Schuld. Du hast mich betäubt. Überall ist Blut. Und ah! Das ist nicht wahr, Huber. Die Wahrheit ist, wir saßen gerade im Auto. Und du hast schon wieder viel zu viel getrunken. Aber es wäre ja nicht das erste Mal. Und dann bist du irgendwie abgehauen. Dann hier vorne gestürzt. Und ich habe dich jetzt gerade erst gefunden. Das stimmt nicht. Ach ja? Willst du mal die andere Wahrheit hören? Vielleicht gefällt die dir ja besser. Wir saßen im Auto. Du hast zu viel getrunken. Und mich dann angemacht. Du bist schwul, weißt du noch? Dann bist du frustriert weggerannt. Und auf einmal dann hier gestürzt. Jetzt habe ich dich hier gerade gefunden. Ich bin nicht schwul. Die ganze verdammte Schule glaubt, dass du schwul bist. Fakt ist, dass mir jeder eher glauben würde als dir. Denn ich habe Zeugen. Ich habe Leute, die wissen, dass du schwul bist. Die wissen, dass du keinen Alkohol verträgst. Wen hast du, Huber? Wohl kaum jemanden, der deine Geschichten bestätigen würde. Ich bin ein netter Kerl. Offen, sympathisch, herzlich, großzügig. Das wissen die Leute von mir. Was wissen die von dir? Bloß, dass du uns anzeigen wolltest? Unehrlich und undankbar bist? Wen hast du, Huber? Hm? Wer ist auf deiner Seite? Ich. Ich bin der Einzige auf deiner Seite. Ich bin der Einzige, den du noch hast. Und wenn du noch mal so eine Scheiße abziehst, wenn du noch mal versuchst, uns anzuzeigen oder wegrennst, dann, Huber, dann erzähl ich eine Geschichte. Und dann bekommst du Probleme. Ich und die Jungs, wir passen auf dich auf, versprochen. Wir sorgen dafür, dass du das letzte Schuljahr überstehst. Und für unsere Hilfe wirst du dankbar sein. Ich? Du hast keine Wahl, Mann. Steh auf. Steh auf. Steh auf! Was hat Leon dann gemacht? Er hat wieder Kontakt zu einem alten Freund aufgenommen. Hat er ihm denn erzählt, was passiert ist? Nicht direkt. Ich glaube, er ist nicht dazu gekommen. Schließlich ist das kein Thema, worüber man so einfach sprechen kann. Immerhin geht es direkt um einen selbst. Aber er muss es doch wenigstens versucht haben. Es war doch seine einzige Chance. Du verstehst es nicht, Finn. Der Freund interessierte sich nicht mehr richtig für ihn. Er hat nicht kapiert, dass Leon sich nicht einfach öffnen kann. Er hat nicht kapiert, dass er etwas leisten muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich nicht... Oh, warte mal kurz. Sekunde. Ja, Laura? Ich kann jetzt nicht, Schatz. Nein. Ja. Okay, dann reden wir. Ja, bis gleich. Ciao. Oh, fuck, sorry. Ey, ich muss jetzt echt meinen Zug gleich erwischen, sonst tötet meine Freundin mich. Ja, kein Problem. Gehen wir. Von daher, ey, nice, dass wir uns mal wieder gesehen haben, wenn man das so sagen kann. Und ey, die Story, die war echt heftig. Aber es ist alles genauso passiert. Boah, hätte ich das früher gewusst. Das mit Paul, ey. So ein Wichser. Ich hätte ihm so eine reingehauen. Ich dachte wirklich, er wäre korrekt, aber anscheinend... Du konntest es nicht wissen. Ich konnte es echt nicht wissen. Aber ey, Mann, ich muss jetzt echt los, ne? Alles klar. Mach's gut, du auch. Yo, hau rein. Kenne ich ihn nicht. Ach, das passt nicht zusammen. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Zug. In 15 Minuten etwa bin ich... Welche eine Sache? Das mit Leon. Welcher Leon? Leon Huber. Du konntest es nicht wissen. Ich konnte es echt nicht wissen. Was hat Leon wieder nachgemacht? Er hat wieder Kontakt zu einem Mann. Ich kapiert, dass Leon sich nicht öffnen kann. Er hat nicht kapiert, verstehst du es nicht.
verstehst es nicht, Finn. Er nicht kapiert, dass er etwas leisten muss. Schließlich ist das kein Thema, worüber man so einfach sprechen kann. Immerhin geht es direkt um einen selbst.